aus, vorbei, gefeuert. Der FC Bayern trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem bisherigen Cheftrainer Dirk Bauermann. Erklärungsversuche von Vizepräsident Bernd Rauch. Der Präsident, der Sportdirektor Marco Pesic und ich haben die Situation analysiert und sind genauso, wie wir das veröffentlicht haben, zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erfahrung aus den letzten Monaten und mit dem, was in der Öffentlichkeit und auf dem Spielfeld passiert ist, zu unterschiedlichen Auffassungen führt und dass es dadurch den Anlass gibt und dass es besser ist, dass man sich trennt. Und deshalb ist der Trainer mit sofortiger Wirkung von uns beurlaubt worden. Die analysierte Situation beinhaltet vor allem den Führungsstil. Den Spielern mangelte es unter der Regie Bauermann wohl an der nötigen Disziplin. Es gab jetzt in Berlin einen Vorfall, der hat uns natürlich alle gestört. Dann gab es ein Straftraining und dann ist man noch mal nachts beim Käfer, was alles verständlich ist. Aber die Vielzahl dieser Dinge akzeptieren wir so nicht. So, wir zahlen Geld, wir wollen, dass die Spieler den FC Bayern, den Club im Herzen tragen, und wir erfordern von denen auch in der Öffentlichkeit dieses Auftreten. Und das habe ich denen gestern Abend auch in der Kabine so vermittelt. Die Spieler mit Einstellungsdefiziten, Bauernopfer, Bauermann. Klar ist, es könnten auch Spieler entlassen werden. Und das Tischtuch zwischen Bauermann und den Bayern? Na, wir sind ja alle keine bösartigen Menschen. Bauermann hat sich heute Morgen von der Mannschaft verabschiedet. Pesic hat ihm die Hand gegeben, ich habe ihm die Hand gegeben. Leute, so etwas fällt nicht leicht. Wir sind ja hier keine Mörder. Also, so ist es im Leben. Tja, manchmal einfach Mist, lapidar gesprochen. Die Entscheidung überraschend und schwer verständlich. Mit Bauermann, so viel ist klar, geht einer der erfolgreichsten Trainer Deutschlands.